Willkommen zurück zu Let's Play, ja, Mario und Luigi, wie ihr seht, und hier war ein Raumschiff, und, ja. Ich bin zu doof, um raufzuspringen. Schon mal gut anfangen. So. Und ich habe mich gefragt, wie wir diese dummen Dinger da wegbekommen, und hier ist die Frage, Antwort. Sofern das nicht jetzt schon die Weiterführung der Story ist, was ich nämlich auch glauben kann, weil es so viel mit diesen dummen Dingern geht. Das Ende ist echt verworren bei mir. Es hat sich doch nun ganz von selbst bewegt. Oder etwa nicht? Was ist das? Kontrolliert man dies? Schickt man damit die Schrubs in die Wüstigkeit? Gott, kannst man normale Wörter benutzen? Aber natürlich, brillant. Und alles dank Luigi. Was für eine Leistung. Super Idee, Luigi. Daumen hoch. Nun zur Steuerung. Ja, ein Kopf. Ja, ganz klar. Natürlich. Klar. Ganz klar. Was hat der Koffer noch alles dabei? Ich hab's. Ja, dann sag uns. Und für den Anfang sollten Sie den Block treffen, der dort schwebt. Ach, kein Problem. Treffen Sie ihn, wenn ich bitten darf. So, gleich kommst du wieder raus, ne? Wozu bist du wieder reingegangen? Wie Sie sehen können, sind weitere Blöcke erschienen. Und jene Anzeige hat nun auch begonnen, sich zu bewegen. Sie sollten in der Lage sein, bla bla, ich habe keinen Bock, ich erkläre euch das jetzt. So, wir bestimmen damit die Höhe. Ein Pfeil ist zum Beispiel ein Balken, den wir voll machen. Mit X machen wir den zweiten Balken voll und können dazu bis zum zweiten Strich da oben kommen. Ja, und mit Mario tun wir feuern. Gut. Ja. Und was machen wir damit? Schrubs abfeuern. Und das wird nicht ganz so einfach sein. Habe ich in Erinnerung. Ja, komm. Ja, nein, nur zur Sicherheit nochmal. Nein, gut. Ja. Stirb. Ja, halt die Klappe. Dummer Koffer. Dummer Koffer. Das war viel zu hoch. Verdammt. Das muss aber jetzt reichen. Noch ist es einfach, Leute. Noch bewegen sie sich nicht. Es war nur Tutorial. Ja, sie sind wieder da. Bla 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 bla. Theoretisch sollte ich mit den oben anfangen. Ja, ging man natürlich mitten durch. Was anderes geht schon wieder. Hey, Leute, nicht euer Ernst. So, machen wir... Ups, so. Zuerst... Den... Geht doch, ich dachte, das geht schon wieder durch. So. Ja, jetzt bewegen sie sich. Freut euch. Ah, besser für uns, damit können wir Höhen variieren. Ich hätte ihn doch eben getroffen. Okay, das erinnert mich gerade irgendwie an Mega Man, das war sehr stark. Geht doch. Nein, ich habe Y gedrückt. Und dann auf Feuer. Oh, bleib doch stehen.
Mal doch still. Kommt mir näher an. Ich habe diese Szene immer gemocht. Ich weiß nicht wieso. Hey, nur noch einmal getroffen. Was geht denn da falsch? Nein! Geht doch! Bravo! War's das? Ich hab's noch anders. Ach nee, das war ja ein anderes Schiff. Jetzt verstehe ich. Das war ein anderes Schiff. Ja, es gibt noch ein zweites. Ja, schön. Tür geht auf. Keine Kämpfe, speichern. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Und wir sind immer noch nicht Level irgendwie 30 oder so. Ich frage mich immer noch, wie wir auf Level 45 kommen sollen. Können wir nicht einfach runterspringen? Können wir es? Nein, natürlich nicht! Mein Gott, das wäre viel zu einfach! Hätte man nur so Zeit abkürzen können? Nein! Für ein Let's Player nicht geeignet, das Spiel. So wie viele Spiele eigentlich. Es gibt ja viele Spiele, wo irgendwie schlechte Sachen sind. Gut, dann gehen wir doch erstmal, wie ich vorhatte, rechts rum. Rechts habe ich gesagt, ne? Ich meinte natürlich links rum. Und rechte Röhre. Ja. La 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 la. Okay, okay. Interessant. Das ist die linke Röhre, oder? Rechte Röhre, habe ich gesagt. Luigi muss immer zuletzt hochgehen. Natürlich. So, dann kommen wir hier am Anfang wieder. Kann jederzeit wieder zurückgehen. Was ich nie gemacht habe, aber ich könnte theoretisch und praktisch noch irgendwo anders trainieren, wenn ich zu schwach bin. Also, noch kann man zurück. Noch kann man zurück. Und für das? Okay. Es führt hier hin. Zwei Supertos. Ach nee, rechts konnten wir ja nicht lang, da war irgendwas im Weg, ne? Weil ich mich erinnere. Ja, Mail bekommen. Dann speichern wir doch noch hier mal. Ja, das war so sinnvoll, dass wir eben und hier und nochmal gespeichert haben. Gut, hier gibt es sicherlich wieder Kämpfe. 10 Münzen. Gehen wir nochmal nach unten hin, da wo es Kämpfe gibt. Ich ahne es. Kämpfe? Hallo? Kämpfe! Ach, Quatsch. Hier kommt er rauf, bleibt da. Gott, komm rauf, Luigi. Ich mag nicht, dass du die ganze Zeit unten wartest. Und ihr... Nein? Wie dann? Ich weiß es. Ich weiß es jetzt wieder, glaube ich. Ich ahne etwas davon zu glauben. Ja, so war das. So kommt man da hoch. Oder auch nicht! Ja, die kleinen, wie gesagt, ich ahne was dazu. Hier rein, jetzt kommen wir wieder hier hin. Das war da waren. Okay, die kleinen müssen da oben hin und das drücken. Da war irgendwas, aber nein, so kommen sie nicht hoch und so. Ja, so. Genau so, das meinte ich. Irgendwie. Der Charakterwechsel ein bisschen fail. Das merke ich jetzt erst. Oh Gott. Nein, Luigi, du sollst drauf. Ja. Hätte sehr verbunden, wenn du nicht immer ständig runterfallen würdest. So, und jetzt können die Kleinen da hoch. Interessant, und was passiert dann? Öffnet sich die Tür da in... nein! Wir können irgendwas aktivieren oder so. Mario ist im kritischen Bereich. Ja, jetzt komme ich hier rauf, glaube ich. So war das gemeint. Damit sich die Tür da öffnet oder irgend so sonst was. Ja, die Tür habe ich gemeint. Nein, ich meinte die Gittertür hier. Gut, gut, gut.
eine Szene. Und danach wird der Park, glaube ich, verändert. Das eine, das wird überzogen. Dann entschuldige ich mich schon mal. Sie hört sonst nicht das Video, du. Es scheint, als würden unsere Stimmen sie nicht erreichen. Und eure Stimme erreichen mich auch nicht. Go, Baby Mario! Go! Baby Luigi kann dir helfen! Baby! Oh! Mario! Okay, dann ging der Text einfach so weiter. Es ist möglich, dass der Aufschlag die Verbindung hergestellt hat. Super, Baby Mario! Ich bin hier eingesperrt! Hier oben an der Spitze der Statue. Wow, da sind wir doch bald da. Aber, wie willst du? Nein! Die Übertragung wurde beendet. Die Überwachungsausrüstung scheint zerstörtifiziert zu... Koffer, ich bring dich irgendwann noch um. Nein, ich mag dich, aber irgendwie ist die ROM-Fail. Das war auf keinen Fall im Originalspiel so. Zumindest haben wir erfahren, dass die Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Das nennst du in Sicherheit. Super. Ich glaube, dieses Rohr führt zu den höheren Ebenen. Ich nicht. Nun, kommen Sie schon. Zurück zum Abenteuer. Warum bin ich... Ich merke, ich bin irgendwie unter Level. Habe aber sonst wie immer jeden Kampf mitgenommen. Das verstehe ich wie... Oh, toll. Wie zuvor nicht. Nur einmal 20 Münzen. Nochmal 10 Münzen. Zwei Blumenmixe. Und da wir noch ein bisschen haben an Zeit, würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Ah, jetzt weiß ich. Oh. Jetzt weiß ich warum. Das kann auch sehr lange dauern, bis wir oben sind. Führt zu den höheren Ebenen. Ja, sehen wir. Wir gehen tiefer. Und ich mag den Endkampf hier, obwohl er nicht wirklich ein Endkampf ist, aber ich mag das... Okay, ich kann es als Rätselkampf zeichnen. Von wegen, wir sind weit weiter und so. Ja, daran ist der Kettenhund schuld. Ja, der Kettenhund. Was für liebe Kettenhunde das doch sind. Gut, hier als Item eine Münze! Einer Pilz! Und ein Pilz! Jetzt habe ich wieder einen Pilz zum Verbraten. Ja, bitte richtig rauf da. Und dann kommen wir hier zum zweiten Dings wieder. Und ich frage mich, ob hier Gegner sind. Wenn ja, dann kann ich wieder leveln. Aber sieht nicht danach aus. Ich würde nämlich gerne leveln. Ich fühle mich etwas zu schwach, obwohl... Nein. Müsste man in anderen Gebieten nachgucken. Ich glaube, das mache ich beim dritten Mal da offscreen und so. Falls ich Bock habe. Jetzt habe ich Bock, sonst nicht. Ja, dann gehen wir hier einmal weiter, machen kurz einen Kampf, weil wir in diesem Part keinen Kampf gesehen haben. Und dann bin ich den Part auch. Diesmal mit einem. Ja, und es leckt wieder ein bisschen. Und da Mario unterdings ist und super Angriff hat, mach ich wieder auf meinen Trampel. Weil es schön ist. Oh ja, das macht schon Schaden. Tschüss. Was, du lebst noch? Dann jetzt. Opa, du verschwindest auch. Ich frag mich, ob es beendet wird, wenn der Opa tot ist und der Kleine nicht. Hey, ich habe auf Y gedrückt. Oder war das der halbe X, den er angenommen hat und sonst nie tut? Ja, ja, gut. Der Kleine wäre sowieso dran gewesen, aber er ist irgendwie nicht dran. Muss man nicht verstehen. Jetzt ist er tot. Okay. Level up! Nein. Dann wahrscheinlich im nächsten Part ein Level up, weil hier noch ein Geistgegner ist und so. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Wenn ich gespeichert habe, zum dritten Mal oder vierten Mal in diesem Part. Weißt du geil, wie oft das jetzt war.